Auch Armvenen können Beine retten. Generell ist es so, dass man bei Patienten mit Gefäßverschlüssen versucht, endovaskulär mit Stent, ohne Stent, mit Ballon, mit Drogenballons, also medikamentenbeschichteten Ballons zu behandeln. Wenn die Verschlüsse aber länger sind, vor allem kniegelenksüberschreitend, setzen wir ausnahmslos Venenbypässe ein, weil die die besten Langzeitergebnisse haben. Also einen Bypass müssen Sie sich so vorstellen, dass man wie eine Brücke zwei Pfeiler benötigt. Man braucht ein gesundes Spendergefäß, wo man das Blut anzapft, und ein gutes Empfängergefäß. Und idealerweise verbindet man diese beiden Arterien mit einer Vene, weil letztendlich die Vene die besten Langzeitergebnisse hat. Von der Offenheit her sind diese nicht zu toppen. Wenn man Kunststoffprothesen einsetzt, gibt es eine Limitierung bezüglich des Flusses, gerade in der Peripherie, sodass aufgrund der schlechten Flüsse diese Prothesen sehr gerne zugehen, auch wenn man die Patienten voll antikoaguliert und mit besten Medikamenten behandelt. Wir bevorzugen in unserer Klinik die Anlage von In-Situ-Bypässen. Das hat den Charme, dass sie einerseits schneller gehen, dass die Vene in ihrem Bett bleibt und die Ergebnisse sehr gut sind, was die Langzeitoffenheit angeht. Insbesondere, wenn man weiter nach peripher anschließen muss, auch auf den Fußrücken oder am Innenknöchel, ist es so, dass dort letztendlich Gefäße kaum Blut abnehmen. Und nach unserer Erfahrung hat dort der Reverse Bypass, also der umgedrehte Bypass, schlechtere Ergebnisse. Demzufolge werden auch Armvenen, die wir entnehmen, mit einem Valvulotom, also mit einem Gerät zum Zerschneiden der Klappe, behandelt. Wir schließen generell bei allen unseren Bypässen nur non-reversed Bypässe mit zerstörten Klappen an, was den Vorteil hat, dass bei schlechter Abnahme in der Peripherie, also am Fuß, die Flüsse nicht für die Offenheit entscheidend sind, sondern das Blut, was in den Bypass pendeln kann, letztendlich die Offenheit gewährt oder verbessert.